machen heute keinen Hausbesuch beim Angelmessi, sondern ich möchte euch erklären, welches Equipment ihr benötigt, um mit dem Wadfischen auf Meerforelle anzufangen. Natürlich benötigt ihr eine Kombo aus Rute und Rolle. Die Spinnrute sollte ungefähr ein Wurfgewicht von 10 bis 40 Gramm haben, kann man aber auch leicht drüber und drunter gehen, das ist alles kein Problem. Was die Länge der Spinnrute angeht, würde ich ungefähr 3 Meter empfehlen. Wenn ihr euch auf Spirulino spezialisiert, könnt ihr allerdings auch deutlich darüber gehen mit 3,90 Meter oder ähnlichen Längen. Die Stationärrolle für eure Combo sollte eine 3000er sein von der Größe, dann passt genug Schnur drauf und sie ist robust genug fürs Wadfischen. Ansonsten braucht sie noch eine Frontbremse, das ist nämlich relativ salzwassertauglich und funktioniert einwandfrei im Drill. Ansonsten müsst ihr nochmal darauf achten, dass ihr immer nach dem Angeln die Rolle abspült, weil selbst wenn da dran steht, die wäre salzwasserfest oder ähnliches, wirklich salzwasserfest ist kein Angelgerät, also wenn ihr das mit Süßwasser abspült, seid ihr auf der sicheren Seite. Eure Rolle solltet ihr auf jeden Fall mit einer geflochtenen Schnur bespulen lassen, so ungefähr eine 0,12er. Die hat noch genug Tragkraft für richtig große Fische und die kann man auch über eine Muschelbank rüberzerren, ohne dass die gleich durch ist. Also das funktioniert wunderbar. Der Vorteil der geflochtenen Schnur ist, dass ihr mehr Wurfweite als mit monofiler Schnur habt und direkten Kontakt zum Köder. Also wenn da ein Fisch an eurer Fliege am Spirulino zupft oder am Blinker, kriegt ihr das sofort mit, weil keine Dehnung in der Schnur ist. Die Alternative zur Spinnrute ist die Fliegenrute. Meiner Meinung nach ist das Fischen mit der Fliegenrute an der Ostsee auf Meerforelle nochmal ganz speziell. Also wenn ihr damit einen Fisch wirklich ans Band bekommt, ist der Drill noch geiler als mit der Spinnrute. Und das ganze Werfen an sich vom Fliegenfischen bringt natürlich auch höllischen Spaß. Zumindest habe ich diese Erfahrung gemacht. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr schon irgendwann ein bisschen fortgeschritten seid, denkt auf jeden Fall auch mal über die Fliegenrute nach. Oder wenn ihr schon Fliegenfischen gemacht habt und mit den Wadfischen anfangen wollt, fangt auch sofort mit der Fliegenrute an. Also das ist eine super Angelei, das bringt richtig viel Spaß. An der Küste müsst ihr ungefähr eine 7er Klasse fischen, könnt auch eine 8er oder eine 6er fischen, funktioniert auch. Da gibt es immer viele Diskussionen drüber, aber meiner Meinung nach funktioniert alles von Klasse 6 bis Klasse 8. Mit 8 könnt ihr halt wirklich noch Sturmböen einigermaßen werfen, das funktioniert noch. Und mit einer 6er habt ihr halt einen cooleren Drill, wenn es windstill ist. Und ja, eine 7er ist das Ding dazwischen. Also ihr müsst euch da entscheiden. Ich persönlich würde euch erstmal zur 7er raten. Damit seid ihr auf der sicheren Seite, was Wind angeht. Und habt immer noch ein super Drillerlebnis. Die Rolle solltet ihr entsprechend eurer Schnurklasse kaufen. Und achtet darauf, dass auf der Rolle genug Platz ist, dass ihr auch noch so 100 Meter Backing drauf machen könnt. Damit könnt ihr nämlich sogar die 80er Forelle wirklich noch sicher drillen und auch mal ein bisschen laufen lassen. Was die Schnur angeht, würde ich euch eine Vollschnur empfehlen. Am besten Slow Intermediate, also dass sie ganz leicht in die Wellen einsackt. Und von einem Markenhersteller am besten, weil bei der Schnur sollte man auf jeden Fall nicht sparen. Was das Vorfach als Anfänger beim Fliegenfischen angeht, würde ich euch auf jeden Fall ein verjüngtes Vorfach empfehlen. Das knotet ihr einfach an eure Fliegenschnur an, dann schaltet ihr noch einen kleinen Pitzenbauerring dazwischen und vorne ran etwas Fluorocarbon als Spitze des Vorfaches, wo ihr dann eure Fliege ranknotet mit einem Rapallerknoten. Fürs Fliegenfischen braucht ihr auch zusätzlich noch einen Schnurkorb, weil es an der Küste doch oftmals starke Strömungen und Winde gibt, die euch sonst die Schnur zu stark verwehen würden. Kommen wir nun zu den Dingen, die das Wadfischen überhaupt erst ausmachen, und zwar der Wadhose. Ohne Wadhose kann man viele Angelspots in der Ostsee gar nicht erreichen, deswegen hat man einen Riesenvorteil, wenn man eine Wadhose benutzt. Hier hat man auch wieder zwei Möglichkeiten, einmal die atmungsaktive Wadhose in Kombination mit Wadschuhen und einmal die Neopren-Wadhose mit Stiefeln. Neueinsteigern, die nur einmal reinschnuppern wollen, den würde ich auf jeden Fall die Neopren-Wadhose empfehlen, weil die hat die Stiefel schon dran, die hält im Winter super warm, ohne dass man viel drunter ziehen muss. Und der wichtigste Faktor, die kostet verhältnismäßig wenig im Vergleich zu einer atmungsaktiven Wadhose mit Wadschuhen. Hat man allerdings etwas mehr Geld zur Verfügung und möchte das Hobby sehr intensiv betreiben oder ist schon fortgeschritten, dann empfehle ich auf jeden Fall die atmungsaktive Wadhose in Kombination mit Wadschuhen. Mit dieser Kombi hat man nämlich deutlich mehr Bewegungsfreiheit, weil das Ganze nur ein Bruchteil von der Neopren-Wadhose wiegt.
Und man kann sich der Temperatur anpassen, indem man einfach nur die atmungsaktive Warthose im Sommer trägt. Da schwitzt man dann nicht drunter, das ist sehr angenehm. In der Neopren-Warthose könnte man da echt ins Schwitzen kommen. Und wenn dann Winter ist, dann hat man die Möglichkeit, sich Skiunterwäsche und eine zweite Hose unterzuziehen. Und dann ist es genauso warm. Eurer Sicherheit zur Liebe sollte auch der Wartgürtel nicht fehlen, weil den könnt ihr umlegen und vorher die Luft aus euren Beinen in der Warthose rausdrücken. Und dann habt ihr nicht solche Probleme, wenn ihr mal ins Wasser fallen solltet. Ansonsten natürlich sonst auch wetterfeste Kleidung, wie ihr das gewohnt seid im Winter. Schal, Mütze, dicke Socken und alles, was dazu gehört. Gerne mehrere Schichten unter der Wartbekleidung im Herbst und Winter, sonst friert ihr euch nämlich im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch ab. Außerdem erforderlich die Wartweste oder die Wartjacke. Beide können eure Werkzeuge und Köder wunderbar halten und ihr habt immer alles am Wasser. Kommen wir nun zur Ausrüstung, die ihr in eurer Wartweste mit euch führen solltet. Eine langschenkliche Lösezange oder Chirurgenzange, damit ihr auch Haken lösen könnt, die tief im Fischmaul sitzen. Wenn der Haken allerdings gut sitzt, dass ihr mit den Fingern rankommt, dann benutzt auch die Finger, denn da habt ihr deutlich mehr Gefühl drin und könnt den Haken viel schonender lösen. Und immer daran denken, bevor ihr einen Fisch anfasst, die Hände nass machen. Dann benötigt ihr natürlich auch einen Fischpriest und ein Messer. Der Fischpriest sollte möglichst handlich sein und trotzdem noch seinen Zweck gut erfüllen. Das Messer muss nicht teuer sein, es muss nur scharf sein und spitz, dass ihr damit eure groben Arbeiten am Wasser erfüllen könnt. Wenn ihr einen Fisch entnehmen wollt, betäubt ihn erst mit dem Fischpriest und dann macht mit dem Messer einen Kiemschnitt oder einen Herzstich. Ich würde euch den Kiemschnitt empfehlen. Einen Kescher solltet ihr natürlich auch haben. Das macht es wesentlich leichter für euch, einen Fisch, den ihr entnehmen wollt, zu landen. Bei untermaßigen oder gefärbten Fischen würde ich persönlich empfehlen, dass ihr den Fisch direkt im Wasser abhakt, dass er direkt in seinem Element wieder wegschwimmen kann. Ansonsten, wenn ihr das Geld zur Verfügung habt, holt euch einen knotenlosen gummierten Kescher, der schont die Fische am meisten. Ich persönlich habe hier nur so einen einfachen. Ein Fischring ist ebenfalls sinnvoll, wenn ihr einen Fisch entnehmen wollt, dann könnt ihr nämlich, nachdem ihr den Fisch entnommen habt, den einfach über diesen Fischring hier rüberhängen und direkt weiter angeln. Euer Vorfachmaterial solltet ihr auch immer mit im Wasser haben. Falls euch mal ein Wirbel abreißt oder ähnliches, eine kleine Box, wo die Wirbel drin sind, fürs Fliegenfischen die Pitzenbauerringe und Kleinteile. Dann natürlich das Vorfachmaterial an sich, fürs Fliegenfischen oder für Spirofischen Fluorocarbon. Auch vor dem Blinker kann man etwas Fluorocarbon schalten, je nachdem was ihr benötigt. Und natürlich ein kleiner Schnurknipser, damit ihr direkt alle Knoten am Wasser fertig machen könnt und die Schnur durchtrennen. Achtet dabei darauf, dass ihr die Schnurreste nicht einfach ins Wasser fallen lasst, sondern packt ihr einfach in eure Wartweste und entsorgt die später zu Hause. Ein Maßband, um die Größe der Meerforelle zu bestimmen, damit ihr zum Beispiel wisst, ob der Fisch maßig ist. Achtet dabei darauf, dass die Mindestmaße der Meerforelle in verschiedenen Bundesländern variieren können. Eine Kopflampe darf beim Wartfischen auf jeden Fall auch nicht fehlen. Selbst wenn ihr nicht in die Nacht reinangelt, kann es immer mal sein, dass es gerade gut beißt und es dann doch schon dämmert. Und auf dem Rückweg wollt ihr nicht über irgendwelche Steine stolpern. Kommen wir nun zum schwierigsten Thema der Wartfischerei oder Angelei im Allgemeinen. Und zwar der Köderwahl. Hier seht ihr einen kleinen Ausschnitt meiner Köder. Normalerweise passe ich meine Fliegenbox noch der Jahreszeit an. Aber für den Anfänger muss es gar nicht so kompliziert sein. Es gibt nämlich einen wichtigen Grundsatz und wenn man den einhält, dann fängt man auch. Man muss Vertrauen in den Köder haben. Dieser Grundsatz ist so erfolgreich, weil wenn man dem Köder vertraut, dann angelt man aktiv, konzentriert, macht sich keine Gedanken über den Köder, wechselt nicht so oft den Köder und hat die Fliege einfach länger im Wasser. Und dadurch generiert man auch mehr Bisse. Fängig sind nämlich alle gängigen Meerforellenköder, die ihr in eurem Angelladen kaufen könnt. Um trotzdem durch Feinheiten noch kleine Vorteile zu erlangen, möchte ich euch von meinen Erfahrungen mit der Köderwahl berichten. Ich versuche das mit den Ködern möglichst einfach zu halten und unterteile sie in drei grobe Gruppen. Einmal in natürliche Farben, wie zum Beispiel dieser kleine Kopperbassen hier, der einen Tangläufer imitiert, oder dieser kleine Blinker hier, der einen Fisch imitiert. Dann Schockköder in knalligen Farben, wie dieser orangene Wobbler oder diese pinke Fliege. Und Dämmerungs- und Nachtfliegen in Schwarz, wie diese kleinen schwarzen Fliegen hier oder dieser etwas größere schwarze Streamer. Aus jeder dieser drei Rubriken nehme ich ein paar Köder mit und teste an dem Tag aus, was die Fische mögen.
Tagsüber probiere ich halt natürliche Farben und die knalligen Farben. Je nachdem, wie die Bedingungen sind. Bei klarem Wasser nehme ich eher natürliche Farben, bei angetrübtem Wasser auch gerne mal knallige Farben. Im Frühjahr und Sommer nehme ich eher natürliche Muster, aber nicht ausschließlich. Und im Herbst und Winter eher knallige Muster, aber auch nicht ausschließlich. In der Dämmerung und nachts dann eher die schwarzen Köder. Ich hoffe, diese Anhaltspunkte genügen euch, um ein paar Lieblingsköder für den Anfang zusammenzustellen und verhelfen euch vielleicht sogar zu eurer ersten Meerforelle. Ihr wundert euch vielleicht, dass die Blinker und der Wobbler hier keine Haken dran haben. Das hat aber den einfachen Grund, dass ich nochmal darauf hinweisen wollte, dass ihr bitte Einzelhaken verwenden solltet. Dann habt ihr nämlich weniger Hänger beim Angeln und die Fische werden geschont. Mehr Fehlbisse hatte ich bislang dadurch noch nicht. Die passende Köderbox für eure Fliegen oder Blinker sollte natürlich auch nicht fehlen, damit ihr immer alles am Mann habt. Und so eine Köderbox kann man wunderbar noch in die Wartweste reinstecken. Ich habe jetzt leider keinen, aber ein Wartstock kann auch sehr hilfreich sein, wenn ihr euch nicht so sicher im Wasser fühlt, der Strand schwer zu begehen ist, dann macht das durchaus Sinn, einen Wartstock mit sich zu führen. Und zu guter Letzt und am allerwichtigsten, denkt daran, dass ihr einen gültigen Fischereischein habt, wenn ihr in Deutschland unterwegs seid, oder den Fischereischein in Dänemark erworben habt, den kann man da nämlich einfach kaufen. Kleiner Tipp am Rande, den dänischen Angelschein könnt ihr auch übers Internet bestellen. Das ist ein bisschen günstiger, als den im deutschen Angelladen zu kaufen. Und ihr bekommt auch gleich eine laminierte Version davon. Das ist deutlich haltbarer als den Zettel, den man sonst bekommen würde. Eine kleine Bitte zum Ende des Videos noch. Wenn ihr wirklich das erste Mal auf Meerforelle los seid, dann holt euch im Vorfeld ein paar Informationen, dass ihr auch wirklich Fische im Laichkleid von Blankfischen unterscheiden könnt. Versucht am besten mit einem erfahrenen Kumpel von euch loszugehen, der schon ein bisschen Ahnung hat. Der kann euch dann auch gleich vieles erklären am Wasser und es wird einfacher für euch. Das war's soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch einfach unseren Kanal und schaut mal in andere Videos rein. Eine schriftliche Zusammenfassung der ganzen Dinge, die ihr benötigt, findet ihr in der Beschreibung des Videos. Petri heil und bis bald!